Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir bringen heute ein Gesetz ein zum Verbot der Beteiligung von politischen Parteien und Wählergruppen an Medienunternehmen. Inge Wettig-Danielmeier, die langjährige Schatzmeisterin der SPD, hat über die Medienbeteiligung ihrer Partei unverblümt gesagt, auch dort, wo wir nur 30 oder 40% haben, kann in der Regel nichts ohne uns passieren. In Sachsen hält die SPD Anteile an praktisch allen bedeutenden Tageszeitungen. Sie ist wirtschaftlich über ihre deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft MBH zu jeweils 40% an der Sächsischen Zeitung sowie der Morgenpost Sachsen beteiligt. An der Leipziger Volkszeitung und an den Dresdner Neuesten Nachrichten hält sie 11,6% der Anteile, vermittelt über Sperrminoritäten. Dass das nicht so bleiben kann, ist allen klar, und wir erwarten hier die ernsthafte Mitarbeit der CDU. Auf Bundesebene hatte die CDU bereits einen vergleichbaren Vorstoß 2001 gegen das SPD-Medienimperium unternommen, aus der Opposition heraus, damals gegen Rot-Grün. Wie damals trägt auch der heutige Gesetzentwurf dem, Zitat, Gedanken Rechnung, dass die eigentliche Aufgabe der politischen Parteien die unmittelbare und nicht etwa die mittelbare Einwirkung auf die politische Willensbildung ist. Haben Parteien die Möglichkeit der bestimmenden Einflussnahme auf Medien, ohne dass dies ohne weiteres für den Adressatenkreis dieser Medien erkennbar ist, besteht aber die Gefahr einer mittelbaren Einwirkung. Das heißt, wenn die SPD zu viel Einfluss auf die sächsischen Medien hat, ohne dass dies für den Leser sichtbar ist, dann besteht die Gefahr, dass die sächsischen Leser von der SPD manipuliert werden und zum Beispiel auch Wahlen beeinflusst werden können. Unser vorliegendes Gesetz schaltet diese Gefahr aus, indem es den politischen Parteien jegliche Beteiligungen an Medien untersagt. Auch die FDP-Bundestagsfraktion hat das Problem in einer Gesetzesinitiative im Jahr 2004 mustergültig formuliert. Zitat, die Beteiligung politischer Parteien an Medienunternehmen wird immer häufiger kritisch hinterfragt. So ist zum Beispiel die SPD direkt oder indirekt an 14 Verlagen und 27 Hörfunkstationen beteiligt. Die Tageszeitungen, an denen die SPD derzeit beteiligt ist, erreichen insgesamt eine Auflage von über 2 Millionen. Besonders bedenklich ist es, wenn Parteibeteiligungen an Zeitungen mit regionalem Monopol bestehen, da sich bei derartigen Monopolstellungen eine Parteibeteiligung besonders verzerrend auf die öffentliche Meinungsbildung auswirken kann. Und wenn die SPD so viel Einfluss wie derzeit auf sächsische Medienunternehmen hat, dann ist das ein solches Meinungsmonopol. Freie Medien sind eine Grundvoraussetzung für ein freiheitliches Staatswesen, denn ihnen kommt eine wichtige Kontrollfunktion über staatliches Handeln zu. Diese Kontrolle ist natürlich sehr fragwürdig, wenn die SPD die Medien kontrolliert und gleichzeitig an der Regierung beteiligt ist. Diese Situation zwingt den Gesetzgeber des Freistaates Sachsen eigentlich zum Handeln. Aber seit 2004, seit die SPD an der Regierung beteiligt ist, seit 15 Jahren ist nichts passiert. Wir brauchen endlich das vorliegende Gesetz, um die Chancengleichheit der Parteien im politischen Wettbewerb in Sachsen wiederherzustellen. Diese Chancengleichheit ist durch Artikel 3 und 21 Grundgesetz gewährleistet und speziell in Sachsen verfassungsrechtlich unterstrichen durch Artikel 40, dem Recht der Opposition auf Chancengleichheit in Parlament und Öffentlichkeit. Wie bereits erwähnt, diese Verfassungspflicht zum Handeln erkannte auch die CDU bereits im Jahr 2001. Zitat. In ähnlicher Weise setzt Artikel 21 Grundgesetz auch den Betrieb, den Besitz und der Beteiligung an Medienunternehmen durch die politischen Parteien Grenzen. Eine strikte Trennung von Parteien und Medien ist daher ebenfalls verfassungsrechtlich geboten. Falls die CDU wieder erwarten, unserem Gesetzentwurf nicht zustimmen sollte, wird sich die AfD durch ein Organstreitverfahren zur Wehr setzen.
Was fordert unser Gesetz nun? Zunächst geht es um ein Verbot für Parteien, sich an privaten Rundfunkunternehmen zu beteiligen. Zur systematischen Vervollständigung des Anwendungsbereiches und zur Vermeidung von Missbrauchsmöglichkeiten erfasst das Verbot auch Wählergruppen sowie Hilfs- und Nebenorganisationen von Parteien und Wählergruppen. Außerdem wird durch das Gesetz die Beteiligung von Parteien an Presseunternehmen sowie an Telemedienunternehmen untersagt. Das Gesetz schafft auch eine Übergangsfrist für den Prozess der Aufgabe von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehenden Beteiligungen. Die Frist bietet also der SPD einen angemessenen Zeitraum, um ihre Beteiligungen an den Medienunternehmen zu verkaufen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage, Frau Kollegin? Im Augenblick nicht, Entschuldigung. Wünschenswertes Zieldatum für das Inkrafttreten ist der 1. Juli 2019. Dieses frühe Datum würde ermöglichen, dass die zur Förderung der politischen Chancengleichheit verfassungsrechtlich gebotenen Änderungen jedenfalls hinsichtlich der für die Übergangszeit geschaffenen verschärften Publizitätspflichten im Landtagswahlkampf 2019 noch greifen können. Ich appelliere an Sie, lassen Sie uns die Chancengleichheit in der politischen Willensbildung in Sachsen wiederherstellen. Lassen Sie uns endlich das Medienmonopol der SPD in Sachsen brechen. Stimmen Sie deshalb unserem Gesetz zu. Vielen Dank.